Der tiefe Fall des Saubermanns, vom Vorbild zum Skandalhönes. Jetzt äußert er sich erstmals ausführlich zu seiner Steueraffäre. Das ist für mich ein ganz großes Problem. Ich fühlte mich in diesen Tagen auf die andere Seite der Gesellschaft katapultiert. Ich gehöre nicht mehr dazu. Ich mache mir natürlich riesige Vorwürfe. Ich habe riesen Mist gebaut. Aber ich bin kein schlechter Mensch. Ausgeschlossen sein, kein gutes Gefühl für denjenigen, der immer mittendrin war. Selbst die Kanzlerin wendet sich ab. Am liebsten würde er ihr in einem persönlichen Gespräch den ganzen Mist erklären, so sagt er. Bis sein Haus durchsucht wurde, sei er davon ausgegangen, dass er keine Strafverfolgung zu befürchten habe. Am 20. März änderte sich dann mein Leben, morgens um 7. Da läutete es an der Tür in meinem Haus am Tegernsee. Ich war im Bademantel und da stand die Staatsanwaltschaft vor der Tür. Da begann die Hölle für mich. Katrin Gilbert von der Wochenzeitung Die Zeit hat das Interview mit Uli Hoeneß geführt, mit dem Mann, der sich nun geißelt, der sich wundert, dass seine Selbstanzeige überhaupt öffentlich wurde. Er wirkte angeschlagen während des Gesprächs, gerade am Anfang schwitzte er sehr und zitterte auch ein bisschen. Es war nicht der Uli Hoeneß, den man aus früheren Gesprächen kannte und den auch die Öffentlichkeit kennt. Aber während der 2 Stunden, so lange dauerte das Gespräch, wirkte er ein bisschen gelöster und auch befreiter. Ein Gefühl, was dieser Tage wohl nicht lange vorhält, denn ungewöhnlich scharf meldet sich nun auch Bundespräsident Gauck zu Wort. Das Magazin Stern zitiert ihn so: Wer Steuern hinterzieht, verhält sich verantwortungslos oder gar asozial. Nur warum hat Hoeneß so gehandelt? Weil er gezockt habe an der Börse, süchtig war nach dem Kick, dem Adrenalin. Adidas-Chef Dreyfus habe ihm einen Millionenkredit zum Zocken gegeben. Eine Verbindung zum FC Bayern schließt Hoeneß aber aus. Dieses Konto war ganz allein Uli Hoeneß. Die Beichte des Uli Hoeneß wird wohl die gesellschaftliche Debatte über Steuermoral weiter anheizen. Und wie passend, dass die Schweiz heute hat verlauten lassen, dass sie mit Deutschland wieder über ein Steuerabkommen sprechen möchte, falls die Bundesregierung denn das Gespräch sucht.